Das ist das Haus Waldsicht im schweizerischen Bern. Es ist nicht nur ein Architektenhaus, sondern auch von einem Designer entworfen. Und das ist er, Alfredo Heberli, ein bekannter Schweizer Produktdesigner. Doch was inspiriert ihn? Abgesehen vom Rationellen, das Architektur mit sich bringt, interessiert mich auch die Emotionen. Und ich möchte mit gewissen Details emotional was auslösen. Und da gehören die Paddels und die Schiebelehnen dazu. Heute ist also der Blick aufs Detail wichtig. Auffallend die rundgelochten Schiebelehnen, die im Kontrast zur geradlinigen 3D-Fassade stehen. Der Türgriff zur Eingangstüre ist auch eher emotionaler Art. Es hat keine richtige Funktion, außer dass es ein Griff ist. Diese gedrechselte Form ist Emotion pur und so auch die Glocke. Wir lassen uns heute also mal mit dem Blick durch die Designerbrille durch das Haus führen. Schon im lichtdurchfluteten Eingangsbereich wird eines klar. Hier dominiert Holz als Baustoff. Hier im Erdgeschoss ist das Wertvollste das Rückengrat, ein Möbel, das über die ganze Länge sich erstreckt. Als Designer habe ich ein Thema, das mir sehr lieb ist, nämlich das, was ich täglich in der Hand habe. In diesem Fall hier sind es die Griffmulden, die Türen oder die Schubladen eingefräst sind, oder der Türdrücker. Es ist ein Thema, das mich seit vielen Jahren begleitet, weil ich das täglich in der Hand habe. Im ganzen Haus gibt es besondere Griffe und Türmulden. Besonders in der Küche gibt es eine rundlaufende Fräsung, die alle Türen und Schubladen ermöglicht aufzumachen. Alfredo Heberli zeigt uns die Liebe zum Detail, die auch die Handwerker bei der Ausführung hatten. Bei den Übergängen der Eichenfronten von Zimmertüren und Schränken im Wechsel wurde mit viel handwerklichem Geschick darauf geachtet, dass die natürliche Holzmaserung keinen Bruch bekommt. Hinter dieser Wand befinden sich nicht nur Schränke und Schubladen, sondern auch mehrere Zimmer. Wir sind im Obergeschoss angekommen. Hier befindet sich das Wohnzimmer und der Essbereich, der direkt angrenzt an die Küche. Immer wieder schult Heberli uns für den Blick nach draußen. Der Wald außen ist von vielen Plätzen im Hausinneren erfahrbar. Umgekehrt wurde der Wald im Innenbereich, also Holz, als führender Baustoff verbaut. Das Parkett, die geschwungene Bar, sämtliche Einbauten in der Küche und auch die Treppenstufen wurden in hochwertigem Eichenholz ausgeführt. Beim Gang ins Dachgeschoss wird nun erst das Besondere der gelochten Schiebeläden sichtbar. Das ist eins der grafischen Details. Es ist ein Schiebeläden, ich nenne es eher ein Schattenspender. Es ist ein Spiel mit der Lochung des Bleches. Und da kommt das Licht direkt rein, andere Punkte gehen nicht durch, das heißt, es spiegelt sich wieder. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Spiel, wenn die Sonne reinscheint. Und auch das Dachgeschoss überrascht mit Lichtspielen. Hier befindet sich die Bibliothek und eine Liegewiese, die nach einem ermüdenden Homeoffice-Tag zur Inspiration genutzt werden kann. Wir wollen nun aber wissen, wie man denn zu einem Designerhaus kommt. Als Andrea und Oliver zu mir kamen und mich gefragt haben, ob ich als Designer für sie ein Haus entwerfen würde, war es mir komplett klar, dass ich das mit Baufritz mache. Und der ganze Hintergrund, das Grundstück haben sie schon gekauft am Waldrand. Das hat mir enorm gefallen und das war sofort lieb auf den ersten Blick. Eines der schönsten Momente eigentlich beim Bauen ist, wenn man das Grundstück betritt, weil das löst so Gefühle aus sofort. Es stand ein Pferdestall, das war ganz, ganz schön, aber der Wald war natürlich schon sehr beeindruckend. Ja, so nah ein Grundstück am Waldrand zu haben, das ist sehr selten und das gibt sehr viel Inspiration. Im Haus wird der Blick immer wieder auf den nahegelegenen Wald gelenkt. Die Waldsicht begleitet uns auf der gesamten Haustour. Der Wald war nicht nur Kulisse, Hintergrund und das Pittoreske, was ein Wald hat, sondern es war natürlich auch Grundlage, um eigentlich eine Holzbaukonstruktion zu machen, was natürlich bei Baufritz sowieso klar ist. Insofern war es auch für die Bauherrschaft das okay, dass wir das mit ihnen machen und dass wir einen Holzbau machen. Nicht alle
Bauherren sind damit einverstanden. Insofern hat das sehr gut funktioniert. Für das Grundstück außerhalb von Bern, ganz nah an einem Wald gelegen, gab es aber ein enges Korsett an Bauvorschriften. Für den Designer keine leichte Aufgabe. Zudem hatte auch das Bauherrenpaar noch eine gut gefüllte Wunschliste. Wir haben dieses Grundstück gekauft und dann ausgehend von diesem Grundstück wussten wir, was die Stärken sozusagen sind dieses Grundstücks. Und ausgehend davon haben wir Wünsche definiert, zum Beispiel, dass man in der Morgensonne einen Kaffee trinken kann oder dass man auch den Wald wirklich sieht, dass es im Haus Orte gibt mit Blick auf den Wald. Im Nachhinein müssten wir sagen, ist eigentlich alles erfüllt worden. Erfüllt wurden auch baubiologische Konzepte. So wurden für die konstruktiven Teile regionale Fichten- und Lärchenhölzer verwendet. Die Dämmung ist besonders. Die haben wir uns deshalb mal beim Hersteller genauer angeschaut. Der biologische Naturdämmstoff aus Holzspänen wird imprägniert mit Molke und Soda und ist ein patentierter Werkstoff aus der Baufritz-Forschung. Diese spezielle Dämmung wurde auch bei Haussicht verwendet, einer Baustudie auf dem Herstellergelände. Zurück nach Bern. Auf Herrn Häberli wartet schon der nächste Termin in seinem Zürcher Büro. Eines wollten wir aber doch noch von ihm wissen, wie denn seine ganz persönliche Fortsetzung aussehen könnte. Als Kind wollte ich immer am Meer, am Wasser wohnen. Im Moment habe ich gerade 5 Pässe überquert. Und vielleicht muss ich eine Mischung finden, nämlich an einem Bergsee das nächste Haus zu bauen. Das freigedachte Projekt Haussicht und die in den Alltag und dessen Bauvorschriften angepasste und kleinere Waldsicht hätten eine Fortsetzung, eine Bergsicht vielleicht verdient. Denn in beiden Projekten steckt eine außergewöhnliche Kombination aus Design, Architektur und Baubiologie und ganz viel Liebe zum Detail. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.